So, herzlich willkommen. Oh, ja. Zurück zu einer neuen Folge von Planet Zoo. In der letzten Folge. Kann ich das kopieren? Guck mal, so schlimm sieht so alles gar nicht aus. Ja, in der letzten Folge, der Transformator spielt auch schon wieder ein bisschen verrückt, haben wir unseren kleinen roten Panda begrüßt und haben jetzt zwei bekommen. Nämlich die Schuh und den kleinen süßen Sio. Richtig knuddelig und ich möchte sehr gerne, dass die mich mit ganz vielen Babys beglücken. So, das Tierfutter muss ich auch noch hochsetzen. Was war denn jetzt hier? Verfügbares Wasser. Oh. Das sind wir nicht. Ach nee, die ist sogar groß. Dann machen wir es einfach hier. Schmeißen das einfach weg. So, ich brauche noch die Futterschale. Stelle. Ich schmeiße einfach mal hier hin. So, Barriere, Techniker anfordern. Und dann machen wir das einfach ganz einfach. Kleiner Panda und Kinderwölfe. Wenn das wirklich nicht die McKenzie-Würfe sind, dann frage ich mich echt. Was das hier soll. Und hier könnten wir dann rein theoretisch die große Gondel. Haben wir denn jetzt schon diese Gondel? Nein. Aber wir sind doch gerade dabei, die zu erforschen, oder? Können sich auch nicht zusammenreißen, die Leute hier. Ja, Gondelgeschäft wollte ich mir noch eigentlich anschauen. Nee. Gut, dann müssen wir halt dran ein bisschen warten. Obwohl, könnten die natürlich rein theoretisch, damit es alles ein bisschen schneller geht, haben wir ja bei der guten Tante gesehen. Oh, kein Arbeitsbereich. Ja, das ist kleiner Panda und Timberwölfe. Ach ja, ich habe. Und der Verkäufer ist eigentlich ein bisschen wie Boogie. Na, Wollte das zum einen. Ja, verdammt, sie beschneidet sich dann. Das können wir nachher machen. Was haben wir jetzt hier? Wir haben die Erforschung mal abgeschlossen. Das ist sehr, sehr schön.
Und dann Tierhandel, Timberwölfe. So, mal schauen. Die Tapir hatten wir ja eigentlich bekommen, soweit ich mich erinnere. Warum geht's hier nicht so gut? Geländetemperatur ist zu heiß, kein Problem. I understand the assignment. Hier waren. Das machen wir auch wieder richtig schön undercover. Undercover mehr oder weniger. Sieht man das? Ja, warte mal. Okay, so sieht das niemand. Gelände. Wie möchtest du das Gelände denn haben? Mit weniger Sand und mehr Schnee. Mehr Schnee. Warum haben wir mehr Felsen, ne? Jetzt hat die Frage Fels glatt. Nee, der braucht weniger Felsen. Und trotzdem... Hä? Nee, der braucht mehr Felsen und weniger Schnee, oder was? Jetzt. So. Wie geht's jetzt temperaturmäßig? Ist zu heiß. Okay, dann muss ich das hier nochmal... So, was sagst du zu meinen schönen Umgebungen? Okay, das magst du. Das ist kein Problem, aber wir kopieren. Ein bisschen weiter was hin. Oh. McKenzie-Wölfe waren die Timberwölfe. Wo? Welches Tier ist denn entkommen? Hallo? Ja, Mittelamerika. Oh, oh! Was ist denn mit euch? Wollte ich dich ein bisschen fahren? Eventuell? Passt. Okay, da kommt schon angelaufen. Gut, ich wollte schon gerade sagen. So, was haben wir jetzt hier? Gehege. Könnten wir auf jeden Fall noch Mitarbeitereinrichtungen meinetwegen. So, Veterinärforschung haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. Da kann die gleich weitermachen. Beim Timberwolf. Beim kleinen roten Panda. Müssen wir jetzt rein theoretisch mehr Lebensqualitätsgegenstände freigeschaltet haben.
schön spiele. So, und die Barrieren sehen ja auch wieder aus wie sonst irgendwas. Achso, Vivarien. Ja, okay. Der Bockkäfer ist das wieder. Hoffentlich wieder besser, oder? Wird sich keiner für die Vivarien verantwortlich eigentlich? Doch, ich habe die auf jeden Fall mit reingenommen, okay. Müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Tierpfleger einstellen. Und diesen Tierpfleger nehmen wir mit bei dem Eingangsbereich mit rein. So, achso, okay. Ach, Riesenbock. Ich möchte gerne entweder meine Timberwölfe oder mein roter Panda Nachwuchs bekommen. Roter Beschäftigung, ja, ich weiß, es ist alles ein kleines bisschen schwierig gerade für euch. Aber wir sind dran. Das ist super besser, mein Freund. Nur Geduld. Noch die Werkstatt. Ah, okay. So. Hallo, hier ist eine Werkstatt, mein Freund. So rein theoretisch wäre dort eine Werkstatt. Die hat Nachwuchs. Warum hat mir das nicht angezeigt? Ja, ciao. Oder ciao. Ciao. Ich glaube, so wird das ausgesprochen, oder? Oh, bist du niedlich. Bist du süß. Auf mir ist es ja auch steht da. Das ist niedlich. So, was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Sehr günstig sind. Oh, das lese ich sehr gerne. Ich habe kein Problem damit, die Ticketpreise ein bisschen. Zu stellen. Überhaupt kein Problem. 0,0 Problemo. Was Lautsprecher? So schnell war es wieder weg. So, jetzt ist halt die Frage. Wir können schon mal anfangen, weil wir haben ja genügend Geld. Könnten wir natürlich rein theoretisch. Anfangen, das große Gehege zu bauen. So, der Brennli oder Brennli. Gebärt gerade. So, nein. Sie erwartet Nachwuchs. Gut. Wir haben jetzt hier nichts gesehen. Dass wir hier das große Gehege in Angriff nehmen. Das heißt, wir bauen einmal hier rum. Dann haben die hier. Wie gesagt, es kommt ja noch die Gondel. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, das Gehege an sich zu bauen. Und
Ja, wo fangen wir da an? Wir fangen mal einfach mal hier an. Warte, wir können das ja. Kann ich das irgendwie auch gerade nehmen? Ach so. Ah, verdammt, jetzt habe ich das so leicht schräg, oder? Ja. Moment, Moment, Moment. Ist das überhaupt ein bisschen gerade? Das sieht mir so ungerade aus. Echt geil. Obwohl, wir könnten natürlich auch eine Art Brücke bauen. Das wäre natürlich auch möglich. Die dann hier beginnt. Und dann rein theoretisch hier endet. Das sieht zwar jetzt wieder richtig bescheiden aus. Auch von der Länge her. So, also ich glaube, das ist. Ich glaube, bis hier kommen die auf jeden Fall nicht lang. Mache es einfach mal hier. Länge habe ich schon das meiste. So. The big one. The big, big one. Weiß nicht, ob es ein Fehler wieder ist oder nicht. Oh, die hat schon. Ah, die hat jetzt Nachwuchs gehabt. Oh, wir haben auch Kämpfe wegen Überbelegung. Muss ich mich gleich drum kümmern. Ach, da. Haben die jetzt eigentlich eine Kugel? Ein bisschen groß, ne? So, Tapir, Tapir, Tapir. Wir wollen ja, dass es hier so keinen Hudel. Ins Handelszentrum schicken, ja. Okay, dann schmeißen wir nochmal zwei Techniker hier rein. So, oh, das war gerade richtig. Techniker, Techniker. Und kann ich jetzt rein theoretisch die Gondel nehmen? Das ist ein Flussboot. Gut, ja, das ist. Haben wir eigentlich überhaupt einen Fluss, der überall lang geht? Nein. Und ich glaube, ich kann auch keinen. Nee, ich kann nicht mal einen Fluss. Okay, dann müssen wir noch mal kurz warten. Können wir hier natürlich auch noch mal wie so eine Imbissstrecke machen. Der Techniker, der ist dran.
hauchen auch ein bisschen wie Licht. Aber gibt es nicht auch bessere Straßenlaternen? Über meine Mülltonne umgeschmissen. Die Schweine. Mitarbeiter müssen sich anstellen, ja, dann müssen halt einfach ein bisschen Geduld zeigen. Ist ja nicht so schlimm, würde ich meinen, oder? So, Futterqualität. Machen wir die Nummer 2. Und rein theoretisch müssen wir auch genügend Futterbeschäftigung haben. Genau. Und vom Spielen her haben wir so ein Kauspielzeug. Das schmeißen wir einfach mal hier lang. Hier rein. Huch. So, was wir aber kurz machen, ist zu speichern, bevor ja irgendwelche unvorhergesehenen Situationen kommen. Warte, na. Hä, aber die ist doch schon viel zu alt dafür. Die älteres Tier und dann gehen die nochmal voll ran oder was? Nicht schlecht, also gut ab. So, Bronze. Was sagt denn jetzt hier Bronze? In mindestens 3 Gehegen. 10%. So. Asalele. Wieder 2%. Nicht vom selben Kontinent wie das Tier. Kontinent Asien. Prozent haben wir jetzt. Ja, sehr schön. Haben wir nur 2 Tierpfleger? So ein bisschen wenig. Aber wir haben jetzt zum Glück kaum kranke Tiere. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Wir futtern das auch weg, als gibt es morgen nichts mehr. Bereich des Lautsprechers über... Oh ja. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendjemand verwirrt wird. Was ist das eigentlich? Komme ich hier auch noch mal? Aha! Hier haben wir ja auch noch was. Was? Okay. Nochmal wieder Veterinärforschung angucken. Ja, alles ganz, ganz toll. Und Wege. Wege. Was hatten wir denn hier für eine Breite? Oder die hier? Okay, gut, dann Weg löschen. Hallo? Das wollte ich eigentlich nicht. Warte mal. Wir hatten es doch gerade gleich. Hallo? Ja, nicht. Ich will einfach nur geradeaus. Warum denn? Nein. Okay.
So. Zwar mittendrin eine Treppe, aber es mir ist auch ein bisschen wie egal. Bewegen wir einfach mal in die Richtung hier. Genau. So, guck mal. Das ist doch ganz okay. So, Technikforschung. Haben wir jetzt alles soweit abgeschlossen? Strom haben wir. Okay, machen wir Getränkeläden und Imbissstände. Ja, auch mehr oder weniger wichtig. Gehege haben wir auch wieder was Neues erreicht. Oh. Ach so, weil der Baum wahrscheinlich so nah dran ist, oder was? Die einfach alle wegrennen, hier ist doch nichts. Oh, wer denn da schon wieder? Hm. Die können wir natürlich auch. So, da haben wir auch erstmal ein bisschen Ruhe. Ich muss ja noch einige Sachen ersetzen. Nur war denn das bei Verbrechen, oder? So, mit deren, ich bin ja auch doof. Oh, verdammt. Wo waren die denn Verbrechen? Die waren ja hier oben irgendwo. Quarantäne essen. Das ist es nicht. Dann haben wir... Ach, hier. Hunger, Durst. Okay. Dann machen wir es mal, obwohl wir könnten eigentlich warten. Wegen den Einrichtungsgegenständen. Haben wir dann neue Sachen? Nee, okay, da warten wir noch einen Augenblick. Ich meine, die Zeit haben wir hoffentlich noch. Genau, ist mir dabei. Okay, Getränke laden. Oh, es haben wieder Nachwuchs bekommen. Sogar zwei. Oh Gott, die Arme. Dafai Yunuru. Und Zoll beschlagnahmt. Das klingt doch immer wieder so. Hochtrabend. So. Oh, ist ja schon 10%. Warum kannten jetzt? Ach so, weil ich wahrscheinlich hier einfach jetzt ist. Sehr günstig, kein Problem. Ich mache die gerne für euch teuer. Komm, wir machen mal einfach mal. Drei Stufen, mal gucken, was sie jetzt sagen. Hey, die sind viel zu teuer. Den einen Dollar, den kann ich mir nicht mehr leisten.
Achso, nee, ist gut. So, dann machen wir es mal ganz einfach. Was? Nein, der Tabi ist an Altersfäße gestorben. Ach, der arme Itzhassel. Was sind hier die Rückzugsorte? Ach so, australisch. Aber wenig Platz nicht. Warten, das ist doch immer noch Timberwölfe. Boah, das ist natürlich auch sehr fancy. Wie groß muss denn das Gehege sein, wenn wir das hier... Das ist natürlich auch mega cool. Kann ich das hier irgendwo? Muss ich ein kleines bisschen höher machen. Wo hatte ich denn jetzt die Schlafmöglichkeiten? Hier. Extra groß, ja, dann nehmen wir immer hier. Ich glaube, wir können es ja dann mal versuchen bei einem anderen Hotel, sage ich schon, bei einem anderen Gehege. Aber die an sich nur schlafen, wenn die hier wirklich Heu oder diese Blätter bekommen. Oder. Nee, ich brauche ja. Die Wasseraufbereitung, Moment. Damit dieses Wasser. Das ist aber gerade 98%. Hat ja auch keinen Strom. Verdammt, das ist ja auch jetzt so hoch. Weg löschen, und zwar den hätte ich gerne nur gelöscht, danke. Mach es einfach noch einmal. Dürfte ja rein theoretisch nicht stören. Hoffe ich zumindest. Aber das werden wir ja dann irgendwann sehen. Ob das ausreichend ist. Wasser haben die ja eigentlich alle genügend. Und gucken bei Zebras.
Es kann natürlich sein, dass es auch zu warm ist für die. Ach, das werden wir auch irgendwie irgendwann bekommen. Also wir brauchen einen Zoopfleger, zwei. Dann brauchen wir, ich denke mal, zwei Tierpfleger. Tierpfleger, genau, einen Techniker. Und zwei Tierärzte. The big one. So, dann machen wir das hier. Also nicht, nein, nicht rufen, sondern... jeden Monat, genau. Gut, und dann würde ich sagen, weil wir 37 Minuten haben, also bei wirklich bei Planet Zoo vergesse ich einfach immer die Zeit, werden wir das große Gehege mit Leben füllen. Muss ich mal schauen, mit welchen Tieren wir da anfangen. Ich denke einfach mit den Zebras und den Gabelböcken, weil das sind wirklich die einfachsten Tiere. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben noch die indischen Elefanten. Oder vielleicht fangen wir mit denen an, um zu gucken, ob das auch alles ausreichend ist für die. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.